Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Tim bei der Mark auf der friedlichen Karte. Genau, wir fangen jetzt hier an, eben die Sonnenblumen hier runter zu reißen, dass ich nämlich vielleicht offscreen im Laufe der Tage hier noch ein bisschen weitermachen kann. Dann kann ich mich hier auch ebenfalls säen. Ja, das Feld ist nicht gedüngt, Unkraut drauf, also sehr schlecht, sehr schlecht. Also da werden wir kaum Ertrag bei runterkriegen. Dass wir uns da gar nicht so groß die Hoffnung machen können. Oh, die BGA müssten wir gleich auch mal wieder füllen. Ich habe doch irgendwo den New Holland, oder nicht? Da ist er doch. Der kriegt nämlich jetzt den Agro-Liner da vorne. Dann stellen wir den nämlich eben dahin. Weil dann haben wir nämlich was, womit wir abfahren können. Genau. Klink dran. Auf geht's. Werden wir aber noch eben kurz den Schlepper reparieren. Weil der ist echt schlecht. Wir haben aktuell das Auto-Repair-Skript mit drin. Das läuft zwar nur 0 Uhr. Muss mir mal das Skript mal einmal angucken, ob ich nicht sage, der macht das regelmäßiger. Das Skript muss ich mir mal angucken. Vielleicht ändere ich das Skript um, dass der die Intervalle kürzer hat. Vielleicht alle 2-3 Stunden. Weil dadurch, dass unsere Maschinen doch relativ viel unterwegs sind. Und relativ viele Kilometer abreißen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben 2, 4 CP-Fahrer, Cosplay-Fahrer und Tour, die hier gerade für uns unterwegs sind. Also das ist schon eine Masse. Und wenn ich dann jetzt gegebenenfalls im Laufe des Tages jetzt noch ein bisschen weiter LS zocken möchte. Ich habe heute mega Bock auf LS, frag mich nicht warum. Ich möchte aber heute auch noch ein paar Livestreams gucken, ich muss noch ein paar Videos Korrektur gucken und sowas. Da kann ich halt leider nicht bei streamen oder aufnehmen oder sowas. Deswegen habe ich mir vorgenommen, komm, dann zockst du jetzt ein bisschen privat, da mache ich euch ein paar Aufträge fertig und dann ist das top. So nutze ich die Zeit, so nutze ich hier den Spielstand. So läuft die Zeit auch ein bisschen weiter, so kann ich mir die BGA weiter versorgen. Und dann läuft das alles. Genau, wie gesagt, der Drescher, der wird jetzt erstmal fahren, der wird gut zu tun haben. Das Gebiss ist jetzt nicht so das größte. Sonnenblumen, der hat jetzt 15%, ist einmal ganz rum. Also der wird auf jeden Fall gut zu tun haben. Wir wollten mal eben jetzt erst eben bei den Grubbern gucken. Wir müssen mal eben kurz bei den Grubbern gucken. Habe ich jetzt Grubber ausgewählt? Habe ich. Wir haben aktuell den. Und der braucht 400 PS. Der braucht schon 500 PS. Der braucht auch 500 PS. Der auch. Oh, boah, wie viel hat denn der... Der hat 400, können wir den... Ne, können wir nicht. Warte. Da musste ich niesen. Mein Gott. Der hat gar nicht genug PS, sehe ich gerade. Das heißt, im umgekehrten Sinne macht das gerade nicht mal Sinn. Der hat nur knapp 400 PS. Wir brauchen auf die anderen grobe Weite über 500 PS. Aber müssen wir dann mal gucken, wenn Zeit ist. Genau. So. Holen wir hier nochmal eben eine Schaufel Silage. Aber ich hoffe jetzt, ich habe Fenster auf. Ist gerade bei uns windig, dass das jetzt nicht so stört. Deswegen. Genau. Wie viel Silage haben wir eigentlich noch drin? Weil wir müssen noch ein bisschen was halten. Ach, hier ist noch, wie viel ist denn noch in der Verarbeitung? Ah, noch 400.000. Also hat da jetzt noch richtig was drin. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der Wind gerade so mega stört. Sind jetzt bei der 6, 2, 4, 5, 6. Heute ist Samstag, eigentlich. Bei uns ist gerade mega windig, aber auch mega angenehm. Mal wieder, zum Glück. Ein bisschen vollfüllen. So. Dann müssen wir einmal ganz kurz durchgehen. Das läuft, das machen wir später. Das läuft auch, der ist gleich leer. Könnte aber sein, dass das noch gerade so ausreicht.
Der braucht ewig, der ist auch über. Es gibt einen platzierbaren, das möchte ich jetzt noch ganz gerne mit euch machen heute. Es gibt einen platzierbaren, wie nennt sich das? Eine platzierbare Nachfüllstation für Pflanzenschutzmittel. Herbizid. Genau, den möchte ich eigentlich kaufen, Herbizid. Den möchte ich eigentlich kaufen und können wir denn können, genau, den konnten wir drehen, genau. So, ich möchte den eigentlich brauchen so eine ganze Nachfüllstation hin haben, weil ich nicht mehr diese ganzen Sachen holen möchte. Ich möchte eigentlich hier vorne, wie gesagt, wir werden auch den einen Kanister, der da steht, wenn wir auf jeden Fall noch wegfahren, das auf jeden Fall, aber da möchte ich ganz gerne hier den Herbizidverkauf nutzen. Aber da können wir uns dann halt einfach Zeit mit sparen. So, jetzt mache ich das mit euch noch hier in der Aufnahme. Wir werden mal eben gucken. Hier haben wir den größten Gruber und der hat auch den Fan davor. Also eigentlich müsste das klappen. Ich möchte hier für Geräte leihen. Sagen wir, den Vertrag nehmen wir auch noch an. Den Vertrag auch. Das ist nämlich alles grubbern. Verträge akzeptieren. Ernten, ernten, damit auch mal grubbern dabei. Vertrag akzeptieren. Ernten, ernten, Ballen pressen. Ernten, ernten, ernten. Vielleicht mache ich auch noch eine Erntesache. Muss ich mal gucken. Wenn wir denn dafür nachher die ganzen Klamotten über haben. Ach ne, das ist der Fendt 1050. Ah, gut, das ist ja. Wie viel PS hat der eigentlich? Also, der einige PS-Mietfahrzeuge. Ach, da zeigt er mir gar nicht an. Das ist, obwohl, doch, wir können eben unter Großtraktoren gucken. Traktörs können. Das ist der 900er. Das ist der Fendt 1050. Der hat dann, wenn ich es jetzt lesen könnte, 517 PS. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo fangen wir an? Ich nehme mir mal eben ein Zettelchen und schreibe mir auf. Wir haben Feld 39, Feld 48, 49, 42 und 56 jetzt zu grubbern. Das heißt, Fast Track Gerät muss draufgeführt werden, eher später. Gucken wir mal einmal eben. Wo stehen wir? Wir sind da. Feld. Wo wollten wir 39? Ist das dicke Feld hier oben. Da würde ich auch ganz ehrlich mit anfangen. Und dann arbeiten wir uns nämlich so rum und dann läuft das. So. Wir haben jetzt ja hier auch einiges an Arbeitsbreite jetzt dahinter. Ja, genau, der 39 ist schon durch, das ist doch schön. Weil ich gehe spontan davon aus, wenn wir dann halt die Grubbermission fertig haben. Mit den Ballenpressen, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das mache, weil das ist Arbeit. Das ist nämlich wirklich Arbeit, weil da musst du nämlich mähen, schwaden, pressen. Also das ist echt Arbeit. Da müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Vielleicht mache ich das mal bei einer oder so. Das muss ich mal gucken. Da schweiße ich noch. Wir werden aber jetzt erstmal auf Feld 39 anfangen zu grubbern. Da haben wir jetzt ja auch die passende Technik für. Und ganz ehrlich, wenn uns diese Verträge angeboten werden, natürlich, wir haben selbst riesige Klamotten, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber dann leihen wir uns jetzt hier mal was aus. Dann machen wir halt einfach jetzt mal ein paar Missionen fertig und dann läuft der Hase. Ich möchte jetzt nicht unbedingt viel weiterspulen.
Es kann gut sein, wenn ich soweit alles angesellt habe, dass ich einen Tag weiterspule, dass ich halt bei Tag hier ein bisschen ackern kann. Weil ich möchte jetzt hier nicht unbedingt in der Dunkelheit. Wie weit muss ich denn noch? Ach, ein ganzes Stück sogar. Ich möchte mich nicht unbedingt bei der Dunkelheit hier ackern. Es kann sein, dass ich dann halt einfach mal einen Tag vorspule oder so. Und dann läuft der Hase. Ich bin ja auch schon überlegen, ob ich nicht so ein Missionsprojekt starte. Wo ich, sage ich mal, im Endeffekt so ein LU spiele. Und dann halt dadurch dann halt meine Millionen hier zusammen scheffel. Und mir dadurch dann halt dicke Klamotten kaufe. Da habe ich aber noch nicht die richtige Karte gefunden, weil das müsste ja dann rein praktisch auch sowas dann wie die Nordfriesische Marsch, das Laune macht. Natürlich, wir fangen dann erst dann natürlich auch mit CP-Fahrern. Die CP-Fahrer würden wir dann auch Geld bezahlen, weil das wäre dann im Endeffekt Personal. Oh, ist das Ding riesig. Lecko, fuck. Alter Vater, hier sind aber auch, wir haben hier aber auch Flächen, Alter. Das ist aber auch wieder Himmelarsch und Zwirn. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt die Gruber-Mission machen und so ein Kram, dass wir dann halt nachher auch Sam-Missionen bekommen und so weiter. Dann probieren wir mal. Feld 39, Feldkursgenerierung. Zwei Bahnen. 18,2 Meter. Ja, das ist doch mal was. Feld 39. Ich speichere mir den Kurs jetzt ab. Nicht, weil ich das Feld in der nächsten Zeit kaufen möchte. Ist da Freude. Sondern eigentlich nur, falls ich jetzt gleich den Spielstand neu starten muss oder möchte. Genau, der ist fertig. Das ist doch schön. Gucken wir erst hier nach dem Fast Truck. Ja, gut. Meine Lektion kommt, das Stück lassen wir jetzt einfach mal aus. Das ist jetzt nicht so interessant. Wir holen jetzt da eben mal eine neue Herbizidladung und machen dann auf Feld 1 weiter. Wir müssen auch die ganzen Grasflächen noch düngen. Das ist auch noch eine Aktion. Ich muss mir gleich mal aufschreiben, dass ich das Skript mir angucke. Für die Reparaturwartung. Vielleicht mache ich das dann auch mal. Vielleicht teste ich das einfach mal, ob das auch in einem Intervall vielleicht ganz cool ist. So, Pflanzenschutz, da kann maximal 2000 Liter dran sein. Ja, das ist schön. Jetzt müsste ich eigentlich hier vorne dran fahren und ebenfalls vollladen können. Ja, kann ich. Und es wird direkt abgebucht. Genau, Feld 1 ist halt auch. Feld 1. Spritzen. Läuft halt langsamer, aber im Endeffekt läuft es halt direkt da raus. Wir bezahlen halt dafür sofort Geld. Und wir haben es dann halt. Wir müssen uns halt nicht. Ach mein Gott. Wir müssen uns halt dann halt nicht damit beschäftigen. Hier, hallo, das, dies, jenes. So können wir dann auch ganz entspannt halt da vorankommen.
Das sind wir bald fertig hier. Gut. Aber die Folge ist leider schon zu Ende. Ich lasse das jetzt hier mal volllaufen, dann geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weiter auf Frischmas. Bis dann, danke. Tschüss.